Matthias Strolz, Clubobmann der NEOS, ist schon am Wort. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Josef Czap, du hast ja recht. Du hast recht in ganz vielem. Man kann empört sein, aber ich muss da echt Acht geben, dass ich die richtigen Worte finde, weil wer regiert denn dieses Europa? Es sind die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Konservativen. Und ich vermisse diese feurige, missionarische Art in den europäischen Institutionen. Weil die Wahrheit ist doch, wo waren denn die österreichischen Regierungsmitglieder in den letzten Jahren, wo es darum gegangen wäre, ein gemeinsames Asylsystem umzusetzen? Die Frage ist, wo waren denn die österreichischen Regierungsmitglieder, als die ganzen Menschen ertrunken sind? Ich darf schon erinnern, dass im Zeitpunkt vom 18.10.2013 bis zum 31.10.2014 unter italienischer Flagge mit Mare Nostrum insgesamt in diesem guten Jahr 140.000 Menschen gerettet wurden. 140.000 Menschen gerettet um die Kosten von 9 Millionen Euro pro Monat. So, und dann hat Italien gesagt, wir wollen das nicht mehr selbst tragen. Und was haben die 28 Regierungschefs gesagt? Sie haben gesagt, wir sind nicht bereit, 9 Millionen aufzubringen. Das ist nicht irgendwer. Wir müssen nicht auf Europa schimpfen oder sonst auf irgendwen. Das sind 28 Regierungschefs, die nicht bereit waren, für ein Menschenleben 800 Euro in die Hand zu nehmen. Das ist das Faktum. Ja. Und das ist das Unerhörte. Und dann möchte ich diese feurigen Appelle im Europäischen Rat hören von Ihnen, Herr Bundeskanzler. 800 Euro muss uns doch ein Menschenleben wert sein. Ich möchte gar nicht sagen, für was wir alles 800 Euro ausgeben in diesem Land. Aber zu sagen, nein, die Italiener machen es nicht mehr, wir werden es als Europäische Union nicht tragen, das ist sowas von unerhört. Und sich dann noch in Betroffenheitsrhetorik zu üben, wenn auf einen Touch 800 Menschen versinken, das halte ich nicht aus. Ja, die Vorschläge kommen noch. Die Vorschläge kommen noch. Das halte ich nicht aus, weil es einfach eine Art von Doppelbödigkeit ist, die ich nicht akzeptiere in dieser Form. Was ist zu tun? Erstens, kurzfristig sofort zu tun, ist natürlich Mare Nostrum 2.0, wie das Caritas, wie das Diakonie, wie das die Volkshilfe, wie es die Grünen, wie es wir fordern. Das kann man sofort machen. Die Italiener haben gezeigt, wie man es macht. Triton aufzustocken, dann muss man auch das Mandat noch ändern. Ja, Juncker sagt, man kann auch ins Wasser ausfahren, aber nein, sie haben das Mandat nicht abgeändert. Und das fordern wir natürlich. Und sie wissen auch, dass die 9 Millionen nicht reichen werden, sondern das ist aufzustocken, damit wir Menschen leben damit wir Menschenleben retten. 800 Euro. Oder sie nehmen den Menschen die Luft zum Atmen. Und zwar für immer. Für immer. Das haben wir als europäische Staaten gemacht. Die Luft zum Atmen genommen. Für immer. Und das ist den Kontinent der Menschenrechte und der Humanität nicht würdig. Zweitens, wir brauchen natürlich eine europäische Asylbehörde. Wie unwürdig ist es, das herumzuschieben von einem Land ins andere, das Thema? Wie unwürdig ist es schon in Österreich, von einem Bundesland zum anderen das herumzuschieben? Das ist doch letztklassig und das können wir doch besser. Ja, eine gemeinsame Asylbehörde in Europa. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Dazu sind wir verdammt. Wenn auf diesem Kontinent eine Hütte brennt, dann brennt am nächsten Tag die andere Hütte. Das haben wir doch probiert am Balkan. Die andere Hütte hat gebrannt am zweiten Tag. Und deswegen sind wir eine Schicksalsgemeinschaft. Dann werden wir auch eine organisierte Chancengemeinschaft sein müssen. Und natürlich müssen wir auch Chancen einzelnen Menschen bieten. Drittens, die Asylpolitik ist natürlich nicht nur über eine europäische Asylbehörde, sondern insgesamt zu vergemeinschaften. Das müssen wir gemeinsam stemmen. Dieser Verantwortung müssen wir uns gemeinsam stellen. Viertens, wir NEOS sind klar dafür, dass wir die Außen- und Sicherheitspolitik auf europäische Ebene heben. Das ist eine Schicksalsfrage für diesen Kontinent. Wir kommen doch zu jedem Krisenherd am Monat oder ein Jahr spät. Ukraine, Syrien etc. Wir hupfen überall nach und beschweren uns dann, wenn Flüchtlinge kommen. Ja,
Ja, wir verkennen doch total die Relationen. In der Türkei sitzen 2 bis 2,5 Millionen Flüchtlinge. In 28 EU-Staaten sitzen hier gerade mal 626.000 Flüchtlinge. Der Libanon allein hat mehr Flüchtlinge aufgenommen. Libanon allein, so groß wie Oberösterreich, hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als die ganze Europäische Union. Ja, ich sage Ihnen nur noch, ich kann es nicht ändern, aber eines ist klar, diese Menschen kommen. Auf diesem Planeten sind über 56 Millionen Flüchtlinge unterwegs. Die kommen zu uns tot oder lebendig. Und jetzt können Sie als FPÖ sagen, wir ziehen den Zaun noch einmal 6 Meter höher, schicken Drohnen drüber. Das funktioniert nicht, weil diese Welt nicht so funktioniert. Diese Welt funktioniert nicht so. Sie kommen tot oder lebendig. Mare Nostrum 2.0, europäische Asylbehörde. Asylpolitik für Gemeinschaften, Außen- und Sicherheitspolitik für Gemeinschaften. 5. Punkt, Nachbarschaftspolitik. Nachbarschaftspolitik natürlich massiv hochfahren. Solange wir so ein Wohlstandsgefälle haben, und da hat der Herr Schaub natürlich einen Punkt, solange das Wohlstandsgefälle so hoch ist und vor allem solange die Kriege und die Konflikte zunehmen an der europäischen Außengrenze, werden sie kommen zu Millionen. Sie werden auf dem Rücken dieser armen Menschen Wahlkämpfe bestreiten. Nur das wird niemand helfen. Sie kommen, weil solange die keine Perspektive haben, solange sie keine Perspektive haben, werden sie sich in Bewegung setzen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was Sie machen würden, hätten Sie keine Perspektive. Sie würden sich in Bewegung setzen. Und viele unserer Eltern, zumindest Großeltern, haben es ja auch gemacht. Das heißt, die Nachbarschaftspolitik ist natürlich hochzufahren. Wir müssen in eine Kooperation auf Augenhöhe kommen. Wenn wir das nicht schaffen mit Afrika, dann wird sich dieser Kontinent in Gang setzen. Ist ja keine Frage. Die Zahlen, die Frau Dietrich genannt hat, wenn hier Landstriche aufgekauft werden in der Größenordnung von 2x Deutschland, ja, was glauben Sie, was die Menschen machen? Ja, Herr Kollege, wenn Ihnen morgen das Land, Ihr Haus weggekauft wird, was machen Sie? Ja, machen wir es auf Augenhöhe. Aber dazu müssen wir es vergemeinschaften. Wir können nicht sagen, jeder tut ein bisschen was in Europa, 28 Staaten, sondern das geht ja völlig daneben. Wir haben gar nicht die Kapazität, das zu machen alleine in Österreich, sondern das muss man europäisch machen. Die Europäische Union ist die stärkste Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten, nach wie vor. Und wir sind nicht im Ansatz bereit, und das kreide ich den Sozialdemokraten und den Konservativen an, wir sind nicht im Ansatz bereit, uns der Verantwortung zu stellen, die mit dieser Wirtschaftskraft einhergeht. Und eines ist klar, wenn wir uns dieser Verantwortung nicht stellen, dann wird sie uns früher oder später verlustig gehen. Verantwortung stellen heißt, dass ich ein alternatives Angebot als wie Land aufkauft stelle. Wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe beispielsweise. Das wäre die Möglichkeit. Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Das wäre eine Möglichkeit. Das passiert alles im kleinen Stil. Wir müssen nur die guten Dinge, die schon geschehen, in einem größeren Stil umsetzen und ausrollen. Das alles ist möglich. Das ist aber eine Frage des Wollens. Und dieses Wollen hoffe ich, dass es sich hält, auch bei der Sozialdemokratie, bei den Konservativen und nicht nur an Tagen, an denen 800 Menschen unter Wasser gehen. Das ist mein Wunsch. Die Einführung eines Seerettungsprogramms Mare Nostrum 2.0 sowie einer europäischen Asylbehörde fordert Matthias Stolz, Clubobmann der NEOS. Zudem müsse es eine gemeinsame europäische Asylpolitik sowie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geben.